Herzlich willkommen zu unserem Mai-Vortrag des LBV Fürstenfeldbruck. Schön, dass es Sie heute zu uns gewählt hat. Mein Name ist Angelika Dester. Jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Vortrags, wie wir Wildbienen in unseren Garten locken. Vor genau 5 Tagen, nämlich am 20. Mai, war Wildbienentag. Dieser Tag soll darauf aufmerksam machen, wie dringend Bienen Schutz brauchen. Und dabei geht es weniger um die Honigbiene, so ne, à la Biene Maya, wie wir sie oft ja mal so im Kopf haben, sondern vielmehr um die Wildbiene, nämlich um die wilden Verwandten der Biene Maya. Und die Wildbienen haben eine unglaubliche Vielfalt. Allein in Deutschland gibt es etwa 560 Arten. Sie haben es aber deutlich, deutlich schwerer als die staatenbildenden Honigbienen. Denn die Wildbienen sind oftmals Einzelkämpfer und sehr spezialisiert auf bestimmte Pflanzen, auf einen bestimmten Lebensraum und dadurch auch ja, deutlich gefährdeter. Heute Abend in ihrem Vortrag wird Franziska Fröhlich, sie ist Hobbyfotografin aus Germering und beschäftigt sich seit mehr als 2 Jahren mit dem Thema Wildbienen, wird sie mitnehmen in die vielfältige und faszinierende Welt der Wildbienen. Und Ihnen auch zeigen, wie Sie in Ihrem eigenen Garten diese kleinen Bestäuber unterstützen können. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei und übergebe jetzt an Frau Fröhlich. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen heute Abend an Sie, um zu unserem Vortrag, wie wir Wildbienen in unseren Garten locken. Dieses Wildbienenprojekt betreibe ich mit meinem Mann, Florian Fröhlich zusammen und auch die Fotos machen wir zusammen. Alle Fotos, die Sie bei uns sehen oder in meinem Vortrag sehen werden, sind bei uns im eigenen Garten mit unserer eigenen Kamera entstanden. Genau. Jetzt schauen wir mal, worum es in dem Vortrag geht. Ich werde mich damit beschäftigen, was eine Wildbiene ist, wie so eine Wildbiene überhaupt lebt. Ich werde auch auf das Thema eingehen, wie gefährdet Wildbienen sind und natürlich, wie der Titel vom Vortrag schon sagt, wie man zum Beispiel mehr Wildbienen in den Garten locken kann und das Ganze anhand von Fotos von Wildbienen und im Jahreszyklus, sprich im Frühjahr, Sommer, Herbst, illustrieren. Fangen wir mal an damit, was überhaupt eine Wildbiene ist und dazu kann man sagen, es gibt nicht die eine Wildbiene. Wie man hier sieht, gibt es in Deutschland 560 verschiedene Wildbienenarten. Die sind in verschiedene sogenannte Gattungen untergliedert, die wir dann hier zum Beispiel, hier sind nur beispielhaft einige Gattungen aufgezeichnet. Zum Beispiel die Harz- und die Wollbienen ist eine Gattung, da gibt es 9 Arten. Bei den Furchenbienen, gibt es ganz viele Arten, 89. Es gibt Schenkelbienen, es gibt sogenannte Mörtel- und Blattschneiderbienen, Wespenbienen. Mauerbieten mit sehr vielen, auch eine sehr artenreiche Gattung. Wie man auch hier sieht, gehören auch die Hummeln zu den Wildbienen. Es gibt Pelzbienen, Maskenbienen, Sandbienen. Auch die Honigbiene ist eine Bienenart, wobei man dazu sagen muss, da gibt es nur eine Art, eine Gattung, eine Art, dass die in Deutschland nicht mehr wild vorkommen. Sind so domestiziert und durch die Varroa, eine eingeschleppte Milbe, so bedroht, dass sie nicht mehr alleine überleben können. Es gibt die Seidenbienen mit 14 Arten, Blutbienen, Keulhornbienen und noch ganz viele andere Gattungen. Mit diesem Bild hier möchte ich mal zeigen, dass es auch, wie wir gesehen haben, es gibt nicht nur eine Wildbiene, die eine Wildbiene, sie ist auch sehr vielgestaltig. Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen, Farben, Größen. Von den größten Wildbienen sind die Hummeln, hier eine Steinhummel oder eine Erdhummel. Eine Ackerhummel. Es gibt Bienenarten, die aussehen oder wie Wespen, wie pummelige Wespen. Hier ist eine Wollbiene zu sehen, eine Gartenwollbiene. Hier eine gelbbindige Furchenbiene. Es gibt auch ganz kleine Bienenarten, die nur klein und schwarz sind, wie jetzt zum Beispiel die Glockenblumen-Scherenbiene. Bienenarten, die vielleicht noch eher der Honigbiene ähneln, aber doch wieder anders aussehen, wie die Frühlingsseidenbiene. Die Maskenbienen sind auch sehr kleine Arten und auch wieder Bienenarten, die fast aussehen wie Wespen oder Ameisen. Hier ist eine Wespenbiene. Weiter. Wie lebt so eine Wildbiene denn überhaupt? Wildbienen, muss man wissen, fliegen zu ganz bestimmten Jahreszeiten. Sie leben meist solitär im Vergleich zum Beispiel zur Honigbiene, die ja Staaten bildet. Solitär heißt in dem Fall, ein einzelnes Wildbienenweibchen baut Nester und versorgt die Brut ohne Hilfe von Artgenossen. Das heißt, so ein Weibchen lebt 4 bis 8 Wochen und in dieser Zeit baut sie 4 bis 30 Brutzellen.
und versorgt sie. Versorgt sie heißt, sie sammelt Pollen und auch zum Teil je nach Bienenart ein bisschen Nektar gemischt und tut den in die Brutzellen. Wobei der Pollen der Hauptbestandteil oder der wichtigste Bestandteil der Larvennahrung ist, weil er einen sehr hohen Eiweißgehalt hat. Dann wird dort das Ei reingelegt und die Zelle verschlossen. Dazu komme ich noch weiter an einem anderen Beispiel. Die solitären Wildbienen haben meist einen einjährigen Zyklus. Es gibt nur eine Generation pro Jahr. Was heißt das? So ein Weibchen baut die Brutzellen, legt die Eier und danach stirbt es. Es kümmert sich, es kommt also nicht zur Brutpflege, sondern die sind auf sich allein gestellt, dann damit haben ja Versorgung und entwickeln sich dann. Das möchte ich am Beispiel der gehörnten Mauerbiene mal illustrieren. Männchen schlüpfen im März, die Weibchen einige Tage später. Es kommt dann zur Paarung und dann fängt das Weibchen an, das Nest zu bauen. Die gehörnte Mauerbiene zum Beispiel baut in Hohlräumen in vertikalen Flächen. Das heißt, sie nimmt auch Nisthilfen, das, was im Baumarkt oder in den Gärtenmärkten immer als Wildbienenhotels verkauft wird. Sowas wird von dieser Bienenart zum Beispiel auch angenommen. In diesen Hohlräumen baut sie ihre Brutzellen, wobei jede Zelle durch eine Querwand aus Lehm getrennt ist. Und in jede Zelle wird Proviant eingelagert, vorwiegend Pollen sowie ein Ei pro Zelle. Dann wird quasi diese Zelle verschlossen und die nächste gebaut. Das heißt, sie werden in so eine Linie gebaut. Aus der Zelle oder aus dem Ei in der Zelle wird dann entwickelt sich eine Larve. Die Larve verzehrt das Futter und verpuppt sich dann. Noch im Sommer kommt es zur Entwicklung zur Biene und das ist das, was ich auch sehr spannend finde. Den Herbst und Winter überdauert dann die Biene im Kokon in Ruhe. Die wartet einfach, bis der Frühling kommt. Und ruht vor sich hin. Das ist, finde ich, eine geniale Leistung der Natur, dass sowas überhaupt möglich ist. Von der sozialen solitären Lebensweise der Wildbienen gibt es auch natürlich Ausnahmen. Wie gesagt, die meisten leben eher solitär. Es gibt allerdings auch sogenannte parasitisch lebende Bienen. Das sind ungefähr 25% der Bienenarten in Deutschland. Parasitisch heißt in diesem Fall, sie bauen keine eigenen Nester. Es gibt zwei Formen, die sogenannten Sozialparasiten. Das sind die Kuckuckshummeln, die quasi Kuckuck in Nestern anderer in Hummelnestern spielen. Also eine Hummelart ist Kuckucks bei einer anderen Hummelart. Und es gibt die sogenannten Futterparasiten, wie zum Beispiel die Biene, die wir hier im Foto sehen. Das ist eine Wespenbiene. Die legen Eier in die Nester anderer Bienenarten und die versorgen dann quasi die Eier. Meistens ist es dann so, dass die ein bisschen früher schlüpfen und dann auch natürlich die ursprüngliche Larve dann töten oder beseitigen, weil sonst müssen sie sich ja um den Futtervorrat streiten. Es ist auch meistens so, dass eine parasitisch lebende Bienenart sich auf eine oder wenige Wildbienenarten spezialisiert hat. Das heißt, eine Wespenbiene, hier ist jetzt auch die genaue Art nicht bestimmt, ist bei einer bestimmten Sandbienenart parasitisch lebend unterwegs. Und eine weitere Ausnahme natürlich von der solitären Lebensweise sind die Hummeln, die Staaten bilden. Darauf komme ich später noch ein bisschen zu sprechen. Wo und wann findet man denn eigentlich Wildbienen? Man findet sie von Frühjahr bis Herbst. In den unterschiedlichsten Lebensräumen, also vom Moor bis zum Felsenhang, überall gibt es verschiedene Wildbienenarten, die auf bestimmte Lebensweisen und Lebensräume angepasst sind. Voraussetzung dafür, dass man Wildbienen findet, ist, dass die spezifischen Nistmöglichkeiten da sind und dass natürlich die Nahrung vorhanden ist. Damit wären wir auch beim Thema, ob Wildbienen bedroht sind und ob sie Hilfe brauchen. Stand 2011 war es so, dass 62,6% der Wildbienenarten Deutschlands auf der roten Liste der Bienen gelistet sind. Das heißt, ja, sie sind bedroht und brauchen Hilfe. Und die Ursachen hierfür, natürlich nicht allein, aber auch, sind Flächenversiedlung und industrielle Landwirtschaft. Flächenversiedlung sowohl in der Stadt als auch außerhalb. Und damit einhergeht Zerstörung der Nistplätze. Man wird später sehen, was Flächenversiegelung auch bedeutet. Vernichtung und Verminderung des Nahrungsangebots. Wenn sie natürlich nichts zu essen haben, gibt es die Wildbienen nicht mehr. Mineraldünger und Schwemmmist führt dazu, dass bestimmte Wiesenarten zum Beispiel nicht mehr da sind. So eine Frühlingsblumenwiese von den Bergen, wie man sie kennt, das sind meistens Magerwiesen. Wenn man da jetzt Dünger drauf gibt oder Schwemmmist, dann finden viele verschiedene Blumenarten, die zum Beispiel so auf mageren Boden spezialisiert sind.
großflächige Monokulturen mit nur wenigen Arten von Nutzpflanzen führt dazu, dass Wildbienen auch nicht mehr gut wandern können. Wenn sie also in einem Bereich zum Beispiel nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr eine Art ausgestorben ist, sage ich jetzt mal, kann sie auch nicht schlecht wieder einwandern, weil es keine Korridore zwischendrin gibt. Früh- und häufige Wiesenmaat, 4 bis 5 Mal im Jahr, führt auch dazu, dass Wiesen nicht so artenreich sind. Sprich, bestimmte Wildblumenarten brauchen, dass sie nur einmal oder zweimal im Jahr gemäht werden, aber häufiger vertragen sie nicht und würden dann verschwinden. Das gilt sowohl für die Landwirtschaft, aber auch für den Privatgarten. Wenn man sieht, wie oft samstags der Rasenmäher läuft, weiß man, wovon ich spreche. Natürlich mechanische oder maschinelle und chemische Bekämpfung von Wildkräutern und Insektiziden. Insektizide sind natürlich auch für den Rückgang von Wildbienen verantwortlich. Nun zum eigentlichen Thema von dem Vortrag. Wie kann ich denn nur Wildbienen im eigenen Garten unterstützen? Dazu sollte man erstmal sagen, dass Wildbienen nicht weit fliegen. Wildbienen sind zum Teil viel kleiner als Honigbienen. Es gibt zum Beispiel kleine Arten, die kleiner sind als 10 mm. Die fliegen auch nur 100 bis 300 Meter weit. Die großen Arten über 15 mm schaffen auch mal 600 bis 1200 Meter. Aber was man hier sieht, ist, man braucht kurze Wege zwischen Nistplatz und Futterquelle. Sonst funktioniert das nicht. Sonst sieht man die spezielle Wildbiene bei sich im Garten nicht, wenn man nicht beides irgendwie in der Nähe hat. Wovon ernähren sich denn Wildbienen? Da gibt es zwei verschiedene Ansätze, sage ich jetzt mal. Es gibt die sogenannten Pollen-Generalisten. Das sind alle Wildbienenarten, die Pollen von vielen verschiedenen Pflanzenfamilien sammeln können. Das heißt, sie sind nicht auf eine Art spezialisiert. Zu den Pollen-Generalisten gehören zum Beispiel die Hummeln oder die gehörnte Mauerbiene, die man hier sieht. Hier ist eine Baumhummel, eine gehörnte Mauerbiene. Es gibt im Gegensatz dazu gibt es die Pollen-Spezialisten, die sammeln Pollen von ganz bestimmten Pflanzenfamilien, zum Teil auch nur von ganz bestimmten Pflanzen. Wie man jetzt hier sieht, das ist die Frühlingsseidenbiene, die sind auf Weidengewächse spezialisiert, oder die Glockenblumenscherenbiene, die sind auf Glockenblumen spezialisiert. Was heißt das, was eine Biene spezialisiert ist? Anders als die Pollengeneralisten können diese Bienenarten nicht ausweichen. Sprich, wenn die Pflanzenart weg ist, ist auch die Biene weg. Gibt es keine Glockenblumen mehr, gibt es auch keine Glockenblumenscherenbiene, weil die einfach nicht ausweichen können. Das heißt, das ist jetzt die eine Sache, die man machen muss, Nahrungsangebote schaffen für spezielle Arten oder für allgemeine Arten. Und auch die Nistplätze brauchen sie natürlich auch, wenn wir wissen, ja, die Wege müssen kurz sein. Und man sieht in den Gartenmärkten recht häufig die Wildbienenhotels, die ich jetzt eher Wildbienenhäuser nennen möchte, weil die da drin ja auch leben, die schlafen da nicht nur eine Nacht. Die decken aber nur 25% der Arten ungefähr ab, die nisten. Also 25% der Nestbauarten werden durch diese Wildbienenhäuser abgedeckt. 75% der Arten nistet dagegen im Boden. Was heißt das? Sie nisten in der Erde, sie nisten in Sand, nicht nur im Boden, wie man hier sieht. Man kann auch, man findet Bienen in markhaltigen Pflanzenstängeln, die nagen sich da selber rein oder wenn sie hohl sind, nehmen sie das auch an. Es gibt Bienen, die in Schneckenhäusern ihre Nester bauen. Es gibt Bienenarten, die an Steinen und Felsen ihre Brutzellen hinmörteln oder in auch an Baumstämme hinmörteln und wie man hier auch sieht, ins Totholz selbst reinnagen. Je nachdem, wie das Brutverhalten der Biene ist, braucht sie spezifische Nistplätze. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass Wildbienen, wie jetzt zum Beispiel die Sandbiene, offene, freie oder kaum bepflanzte Flächen brauchen, um ihre Nester zu bauen, weil sie sonst sich da zum Beispiel in die Erde nicht reingraben können. Das heißt, wenn man offene und kaum bepflanzte Flächen hat und man Wildbienen unterstützen möchte, sollte man auf keinen Fall Kies- oder Rindenmulch dahin schütten, weil dann die Bienen da nicht mehr an den Boden rankommen. Das ist wie eine Versiegelung letztendlich. Hier zwei Beispiele für Bienenarten oder für Nisthilfen, die nicht dem Bienenhaus entsprechen. Hier haben wir eine graue Sandbiene an ihrem Nesteingang, das im Boden ist. Bei mir war das ein Pflanzring. Also sie hat ein neues Bäumchen gepflanzt, dann so einen Gießring drumherum gemacht und da hat sie sich gefreut, weil es anscheinend recht lockerer Boden, der frei war. Und da hat sie sich ihre Nester gebaut. Und hier sehen wir gerade einen markhaltigen Stängel, in dem Fall eine Himbeerrute. Und was man hier sieht, ist eine Biene, die da drin steckt, beziehungsweise sich gerade reinnagt. Es gibt verschiedene, wie ich gesagt habe, Bienenarten, die markhaltige Stängel brauchen, um sich dann selbst die Gänge reinzunagen mit ihren Kiefern.
Das heißt, will man Wildbienen in den Garten locken, sollte man auch vor allen Dingen das Nahrungsangebot verbessern. Man braucht also ein durchgehendes Angebot von Frühjahr bis Herbst, durchgehend deshalb, weil man ja möglichst viele Bienenarten vielleicht glücklich machen möchte. Es ist immer gut, mehr Wildkräuter zuzulassen, sprich in den Stauden in Rabatten zum Beispiel jedes, was wir Unkraut nennen oder auch Wildkräuter nennen können, auszurupfen. Da sind viele von den Wildkräutern sind sehr attraktiv für Bienen. Zum Beispiel haben wir im Garten den stinkenden Storchnabel, ist so eine kleine rosa blühende Blume, die ist für Wildbienen relevant. Und noch viele andere Arten. Die Wiese nicht düngen, dann magert sie mit der Zeit aus, über viele, viele Jahre, und es können sich mehr Arten ansammeln. Wenn man sie, wenn man zum Beispiel Teile der Wiese, wenn man nur ein- bis zweimal im Jahr mäht, man möchte vielleicht einen Teil der Wiese selber nutzen, aber man kann in der Wiese auch Inseln lassen, die man nur ein- bis zweimal im Jahr mäht. Das sieht sehr hübsch aus, strukturiert die Wiese sehr gut, und dort können sich dann mit der Zeit dann auch Blumenteppiche entwickeln, auf denen man dann wieder Wildbienenarten beobachten kann. Wie sähe sowas im Frühjahr aus? Wie kann man im Frühjahr Wildbienen unterstützen? Zum Beispiel mit Schneeglöckchen, Krokussen, Blausternchen oder Traubenhyazinthen. Diese vier Zwiebelblumen lassen sich auch gut in den Rasen setzen, wie man jetzt hier im Bild sieht. Und die verwildern dann mit der Zeit, wenn man den Rasen wenig mäht, hat man da schöne Teppiche. In dem Fall haben wir jetzt hier hunderte Blausternchen. Das sieht sehr hübsch aus und dient den frühen Wildbienen als Nahrungsquelle. Eine wichtige Quelle, also für Wildbienen, für die Nahrung, sind zum Beispiel die Weiden. Dazu kann man sagen, nicht jeder hat einen großen Garten. Da reicht auch schon solche kleinen Bäumchen hier. Das ist als, man muss nicht eine Riesenweide in den Garten pflanzen, sondern es gibt im Gartenmarkt solche kleinen Bäumchen, das auf eine Unterlage veredelt, in einer bestimmten Stammhöhe. Gibt es dann diese Hängeweiden, Kätzchenweiden. Und auch damit kann man schon, mit so kleinen Bäumchen, kann man schon Wildbienen im Garten unterstützen und auch Wildbienen beobachten. Und an Obstbäumen findet man auch im Frühjahr immer Wildbienen. Zu allen Pflanzen, die ich jetzt hier zeige, muss man sagen, das sind jetzt nicht die einzigen Pflanzen, an denen man Wildbienen unterstützen kann. Das sind Pflanzen, mit denen ich jetzt Erfahrung gemacht habe, an denen ich Wildbienen fotografieren konnte. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Pflanzen, aber das sind Pflanzen, mit denen man zum Beispiel mal starten könnte, wenn man die noch nicht im Garten hat. Welche Wildbienen kann man denn im Frühjahr zum Beispiel beobachten? Hier ein paar Beispiele. Da gäbe es die gehörnte Mauerbiene, die ist eine meiner Lieblingsbienen, die ist so schön flauschig. Die graue Sandbiene, die rostrote Mauerbiene. Es gibt die zweifarbige Sandbiene, die Frühlingssandbiene, die auf Weidengewächse spezialisiert ist. Und nicht zu vergessen, im Frühjahr sieht man ja auch Hummeln. Alle Hummeln, die man im Frühjahr sieht, sind im Allgemeinen überwinterte Hummelköniginnen. Die sind immer riesengroß, schwirren dann darum und suchen Nektar. Hier im Fall haben wir eine Gartenhummelkönigin an einer Kissenprimel, und die fangen dann an, den Staat aufzubauen. Und irgendwann sieht man dann nicht mehr die Königin, sondern nur noch die Arbeiterin des jeweiligen Staates, der jeweiligen Art. Im Folgenden möchte ich jetzt auf ein paar dieser Bienenarten eingehen und mal beispielhaft illustrieren, wie die so leben, wie groß sie sind. Hier am Beispiel der gehörnten Mauerbiene sieht man, dass sie 10 mm bis 15 mm groß ist. Warum heißt die gehörnte Mauerbiene? Hier in dem kleinen Foto nebendran sieht man das eine Hörnchen, die hat zwei Hörnchen am Vorderkopf. Deshalb heißt sie gehörnte Mauerbiene. Sie nistet solitär, auch in Hohlräumen, in vertikalen Flächen, also auch in Nisthilfen, fliegt von März bis Mai, und danach gibt sie nicht mehr. Danach hat sie quasi ihre Brutarbeit erledigt, und die erwachsenen Bienen sterben. Die anderen entwickeln sich dann, fangen sich an, zur weiteren Biene zu entwickeln, wie ich vorhin gezeigt habe. Die gehörnte Mauerbiene gehört zu den Pollengeneralisten, und ich habe sie zum Beispiel schon an der Weide, an der Traubenhyazinthe, am Blausternchen, wie man hier sieht, und am Krokus gesehen. Interessant zu wissen ist es, dass man Mauerbienen im Obstanbau zur Bestäubung einsetzt. Dazu komme ich später noch. Die rostrote Mauerbiene ist auch eine recht gut zu beobachtende Mauerbiene, die jetzt gerade fliegt. Sie ist von 8 bis 13 mm groß. Warum haben wir diese großen Angaben? Das ist meistens, ist immer das Männchen ist kleiner und das Weibchen ist größer, und eins von beiden ist immer das Männchen. Deshalb haben wir hier so eine Spanne.
Sie nistet ebenfalls solitär in Hohlräumen, auch Nisthilfen, und fliegt von März bis Juni. Wie man sieht, fliegt die ein bisschen länger und auch danach verschwindet sie. Ist ebenfalls ein Pollengeneralist. Hier sieht man sie an der Weide, am Blausternchen und am Apfelbaum. Genau, an der Traubenhyazinthe habe ich sie allerdings auch schon gesehen. Jetzt kommen wir mal zu einem Bodenbrüter. Hier haben wir die aschgraue Sandbiene. Die ist auch zwischen 10 und 14 Millimetern groß und nistet in selbstgegrabenen Erdnestern. Sie fliegt von April bis Mai. Und ist nicht ganz, also ist ebenfalls noch ein Pollengeneralist, würde ich jetzt mal sagen, aber ist spezialisiert auf 6 Pflanzenfamilien, auf Doldengewächse, Korbblütler wie den Löwenzahn, Kreuzblütler wie den Raps, Hahnenfußgewächse, Rosengewächse und Weidengewächse. Hier sieht man sie jetzt an der Weide. Ich habe sie allerdings auch schon am sibirischen Blaustern und am Färberweid gesehen, wobei Färberweid jetzt zum Beispiel zu den Kreuzblütlern gehören würde. Hier unten sieht man sie dann an ihrem Nesteingang, den sie bei mir direkt unter der Weide angelegt hatte. Eine Gartenhummel, hier im Bild sehen wir die Gartenhummelkönigin. Die hat jetzt eine relativ große Größenspannweite. Wie gesagt, wieder Männchen, Arbeiterinnen und Königin. In dem Fall sind die Königinnen immer die größten. Also werden diese Gartenhummeln, je nachdem, was wir haben, Arbeiterin, Drohnen oder Königin, zwischen 11 und 22 Millimetern groß. Sie nisten in Staaten, bauen also ein Nest auf und nisten sowohl oberirdisch als auch unterirdisch. Unterirdisch zum Beispiel in alten Mäusenestern. Die Königinnen fliegen von April bis Mai und die Arbeiterin fliegt von Mai bis Juni. Auch danach würden dann auch bei den Hummeln, stirbt das Volk und die Königin überwintert. Anders jetzt zum Beispiel als bei den bei der Honigbiene, wo ja das gesamte Volk, zumindest die Königin, überwintert. Bei den Honigbienen ist auch so, dass die Generationen immer wechseln zwischen den Jahreszeiten, die Bienengenerationen. Die Gartenhummel ist ebenfalls ein Pollengeneralist. Hier sehen wir jetzt an der Christenprimel. Die findet man aber auch auf vielen anderen Pflanzen auch. Eine einfache Methode, Wildbienen zu unterstützen, ist der Wildbienenpipau. Den habe ich jetzt hier mal ein bisschen rausgegriffen, weil der relativ lange blüht. Ist hier eine Möglichkeit, Wildbienen mit einfachen Mitteln zu unterstützen, indem man zum Beispiel bei mir haben wir dem Wildbienenpipau einen Teil unserer Wiese gewidmet. Wir haben versucht, eine Blumenwiese anzusiedeln und der Wiesenpipau ist selbstständig eingewandert. Das ist das, was ich ursprünglich meinte, wenn man die Wiese nur ein bis zweimal im Jahr mäht, siedeln sich bestimmte Pflanzenarten auch von alleine an. Er blüht von Mai bis September auf größeren Flächen. Auch wird er bei uns jetzt im Ende Mai, Anfang Juni, wird die größte Fläche anfangen zu blühen. Einzelne Pflanzen sind aber von Mai bis September zu finden. Und jede einzelne Pflanze blüht nur ein bis zwei Wochen. Wie kann ich mir den selbst in den Garten holen? Zum Beispiel, indem man sich anschaut, wie der aussieht und beim Spazierengehen die Samen sammelt und die auf der Wiese ausstreut. Der bietet Lebensraum für sehr viele Arten. Also dort kann ich sehr, sehr viele Wildbienenarten beobachten, wie zum Beispiel die gelbbindige Furchenbiene, die Pipausandbiene. Hier ist eine Art, die konnte ich nicht bestimmen. Und hier ist eine Weißbindenschmalbiene. Noch ein kurzer Ausflug zur Wildbienenbestimmung. Nur die wenigsten Arten kann man anhand von Fotos bestimmen. Deshalb steht hier Wildbienenart unbekannt. Nur Wildbienenarten, wie jetzt zum Beispiel die gelbbindige Furchenbiene, die irgendwelche herausragenden Merkmale haben oder auf bestimmte Pflanzen spezialisiert sind, kann man anhand von Fotos bestimmen. Andere Arten sehen sich einfach so ähnlich, dass man die auf dem Foto nicht bestimmen kann. Wenn wir uns erinnern, am Anfang hatten wir die Gattung der Furchenbienen mit 89 Arten. Da gibt es viele Arten, die sich so ähnlich sehen. Das ist mit anhand von Fotos nicht möglich. Da müsste man ein Mikroskop hernehmen, was da Wildbienen unter Schutz stehen. Man ja nicht machen möchte, weil man dazu die Biene auch töten müsste. Sprich, Wildbienen, die Fotos, die wir hier zeigen hauptsächlich auch, oder die bestimmten Arten sind welche, die man anhand von Fotos bestimmen kann. Wie zum Beispiel die gelbbindige Furchenbiene hier, die hat hier solche gelben Binden. Viele haben mir schon gesagt, sie dachten, es wäre eine Wespe. Sieht so ein bisschen Wespenbienenartig aus. Die ist 12 bis 15 Millimeter groß, nistet ebenfalls im Boden, in vegetationsarmen Ebenen, schwach geneigten Boden, und es nennt sich primitiv eusozial. Das heißt, sie hat so Ansätze der Staatenbildung.
dass ein Weibchen anfängt, ein Nest zu gründen und dann kommen mehrere dazu. Dann machen sie das eine Zeit lang gemeinsam und wenn dann die Weibchen schlüpfen, dann löst sich diese Nestgemeinschaft zum Teil auch wieder auf. Die Flugzeit ist von März bis Oktober und sie sind hauptsächlich auf Körbblütlern zu sehen. Hier auf dem Wiesenpipau. Wenn man sie zum Beispiel das ganze Jahr über im Garten haben möchte, fängt man mit dem Wiesenpipau an. Bei mir waren sie dann als nächstes auf der Taubenskabiose und der Wegwarte und im Herbst sind sie dann auf der Wiesenflockenblume. Dann hat man diese Art von März bis Oktober durchgängig mit Futter versorgt. Hier im Bild handelt es sich vermutlich um eine Pipau-Sandbiene. Wie man sieht, ist die recht klein, 8 bis 11 Millimeter. Sie nistet ebenfalls in selbstgegrabenen Erdnestern und ist von Mai bis Juli unterwegs und ist ebenfalls spezialisiert auf Korbblütler. Hier ist ja auch ein Wiesenpipau zu sehen. Im Sommer kann man Wildbienen ganz gut unterstützen, wenn man zum Beispiel Ehrenpreis im Garten hat, Storchschnabel. Der blaue Isop ist eine sehr, sehr gute Hummelpflanze. Auf dem Johanniskraut, will ich jetzt mal sagen, steppt zu bestimmten Tageszeiten der Bär. Das ist faszinierend, wie es dann da summt und brummt. Die Wegwarte ist ebenfalls ein guter Pollenlieferant für Wildbienen. Wir sehen hier also ganz viel weißen Pollen am Bauch. Die Taubenskabiose ist ein guter Kandidat für Sommerbienen, die Glockenblume und auch das Herzgespann. Welche Wildbienen kann ich zum Beispiel im Sommer beobachten? Da ist zum Beispiel die Glockenblumenscherenbiene, die man an den Glockenblumen sehen kann. Die Gartenwollbiene hier am Herzgespann. Hier ist eine Maskenbiene, die ist auch nicht auf die Art runterbestimmt, weil auch viele der Maskenbienen sich so ähnlich sehen, dass man sie nicht anhand von Fotos auf die Art bestimmen kann. Warum heißen die Maskenbienen? Die haben ein gelbes Gesicht, deshalb heißen die Maskenbienen. Hier haben wir eine gefleckte Kuckuckshummel, auf die komme ich gleich noch. Eine Baumhummel, ebenfalls, also hier am Ehrenpreis und hier am Isop. Und eine gelbbündige Furchenbiene, wie wir gesehen haben, ist die ja relativ lange von März bis Oktober unterwegs. Um mal einen Vertreter der Hummeln nochmal zu haben, haben wir hier die Steinhummel. Das ist die hier, die schwarze mit dem orangenen Hinterteil. Die wird ist zwischen 12 und 22 mm groß, bildet Staaten unter- und oberirdisch. Die Königin fliegt von April bis Mai und die Arbeiterin dann an April bis September. Die Königin muss natürlich erstmal einen gewissen Staat aufbauen, bevor sie sich dann ins Nest zurückziehen kann. Die Steinhummel ist ebenfalls unspezialisiert. Man sieht sie an ganz verschiedenen von ganz verschiedenen Blütenarten. Hier habe ich sie schon gesehen an der Wegwarte, am Isop. Hier ist der Isop am Ehrenpreis und hier sieht man die Taubenskabiose in der Wildform. Eine gefleckte Kuckuckshummel möchte ich mal als Vertreter der Kuckuckshummeln vorschlagen. Hier gibt es nur Weibchen, also Königinnen und Männchen, die Drohnen. Die Weibchen sind zwischen 20 und 22 mm groß, die Männchen 15 bis 17 mm. Man sieht sie hier im Bild. Sie nistet als Kuckuck bei einer bestimmten Hummelart, der sie dann auch ähnelt. In unserem Fall ist sie zum Beispiel Kuckuck bei der Erdhummel. Hier unten ist eine Erdhummel. Hier oben ist die gefleckte Kuckuckshummel. Man sieht, dass sie sich ein bisschen ähneln. Die überwinterten Weibchen sieht man von April bis Juni. Die suchen sich dann quasi ein Erdhummelnest und legen dann dort ihre Eier. Die nächste Generation, Männchen und Weibchen, sieht man im Juli und August. Die Männchen sterben dann, nachdem die Königin befruchtet wurde und die Königin überlebt dann bis zum nächsten Jahr. Die sammeln ebenfalls Nahrung an verschiedenen Pflanzenfamilien. Pollen muss man jetzt hier sagen, die sammeln keinen Pollen, weil das erledigt ja die Wirtsfamilie, der Wirtsstaat, sage ich jetzt mal. Aber für die Eigenversorgung brauchen sie natürlich auch Nektar. Und ich habe sie schon am Ehrenpreis gesehen und auch am Dost. Das Dost ist auch ein anderer Name für Dost, ist auch wilder Majoran oder wilder Oregano. Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein Vertreter der kleineren Bienen. Sie sind 4 bis 6 mm groß, also relativ winzig. Man muss schon genau hingucken, um sie zu sehen. Das sind so kleine schwarze Bienen. Sie nistet solitär in Totholz aller Art und in Halmen. Ich persönlich habe das Nest noch nicht gefunden. Sie fliegt von Mai bis August, nämlich zu der Zeit, wo die Glockenblumen blühen und ist spezialisiert auf Glockenblumen. Hier haben wir jetzt eine pfirsichblättrige Glockenblume.
Maskenbienen als hier möchte ich eine Gattung, eine ganze vorstellen. Das sind die sogenannten Maskenbienen. Die variieren in der Größe, sind zwischen 4 bis 9 Millimeter groß, je nach Art. Sie sisten auch meistens solitär in Nestern in vorgefundenen Hohlräumen, teilweise auch selbstgenagten Gängen in markhaltigen Stängeln. Da kommt es dann immer auf die genaue Art drauf an. Die Maskenbienen fliegen von Mai bis Oktober, sind meist unspezialisiert. Und deshalb kann man sie auch so schwer bestimmen. Man kann sie hauptsächlich dann bestimmen, wenn sie auf eine, also anhand von Fotos bestimmen, wenn sie auf eine bestimmte Blumenart spezialisiert sind. Ich habe Maskenbienen schon auf dem Storchschnabel, wie man hier sieht, beobachtet und auch auf Margeriten. Die Gartenwollliebende ist eine meiner Lieblingsbienen, weil mit dieser Biene für mich die ganze Faszination der Wildbienen überhaupt erst angefangen hat. Wieso hat die da angefangen? Ich habe das Herz gespannt, das ist die Blume, die man hier sieht, eine alte Bauerngartenstaude in meinen Garten geholt. Und irgendwann habe ich dann diese Bienenart dort gesehen und gesagt, was ist das denn? Und damit hat es angefangen zu schauen, ach, es gibt noch andere Bienenarten als die Honigbiene. Diese Bienenart ist zwischen 12 und 15 mm groß. Sie nistet ebenfalls solitär in Fensternuten, in Hohlräumen, in Felsspalten, in Erdlöchern und fliegt von Juni bis September. Sie ist recht unspezialisiert, man sieht sie aber hauptsächlich an Lippblütlern und Schmetterlingsblütlern, bei mir im Garten zum Beispiel am Herzgespann und an der Zitronenmelisse. Im Herbst wird es dann langsam weniger mit den Wildbienen. Mit welchen Blumen kann man denn im Herbst die Wildbienen unterstützen? Da habe ich im Garten die Bartblume, die man hier sieht, die Raublattastern, die sind schneckentolerant im Vergleich jetzt zu Lattblattastern, die sehr gerne von Schnecken aufgefressen werden. Es gibt die Herbstsonnenbraut und auch die Wiesenflockenblumen. Das sind gute Versorger für die Bienen im Herbst. Hier im Wald sieht man zum Beispiel eine Königin einer veränderlichen Hummel, die dann sich versorgt mit Nektar an der Bartblume. Was gibt es noch Wissenswertes über die Wildbienen zu sagen? Zum heutigen Zeitpunkt werden Hummeln zum Beispiel in Gewächshäusern eingesetzt und Mauerbienen im Obstanbau und in der Mandelkultur und Blattschneiderbienen im Luzernenanbau. Warum ist das so? Einer der Gründe dafür ist, dass sie viel früher fliegen und bei sage ich mal, widrigeren Wetterverhältnissen als die Honigbiene. Die Honigbiene, die fliegt erst bei 12 Grad los. Eine Hummel, die kann beispielsweise schon bei 3 Grad fliegen, die gehörende Mauerbiene bei 4. Wenn es natürlich regnet und schüttet, werden sie es nicht tun, aber von den Temperaturen her könnten sie es. Und die rostbrote Mauerbiene ist bei 10 Grad schon unterwegs, also bei Temperaturen, wo die Honigbiene schon lange in ihrem Staat lebt und schläft. Nein, vielleicht nicht schläft, aber auf jeden Fall nicht fliegt. Warum werden die weiterhin eingesetzt? Speziell die Mauerbienen, warum setzt man die im Obstbauanbau ein? Das ist natürlich auch, jetzt nicht sagen, eine Kostenfrage, aber sie sind auch in der Pflege leichter. Die Mauerbienen sind unterwegs zu der Zeit, wo die Obstbäume blühen und danach sind sie weg, sie sterben ja. Und die Brut liegt jeweils in den Hohlräumen, meistens in Nisthilfen, wenn man natürlich den Obstanbau damit betreuen will, sind das Nisthilfen. Und danach muss sich der Obstbauer darum nicht mehr kümmern. Der Imker muss sich ja um die Honigbiene das ganze Jahr kümmern, muss gucken, dass die was zu essen haben. Dann müssen die Honigstecke woanders hingefahren werden, wenn die jeweiligen Trachtpflanzen verblüht sind. Das muss man bei den Mauerbienen nicht machen, weil die ja irgendwann dann in ihrer Lebenszeit begrenzt sind. Allgemein zum Fördern von Wildbienen kann man noch sagen, dass Wildbienenpflanzen sich auch häufig von selbst einstellen, wie jetzt zum Beispiel die Taubnessel oder der Dost. Die kommen von alleine in den Garten, wenn man sie nur ein bisschen machen lässt, wenn man ein bisschen weniger Ordnung im Garten hat. Und was schön ist, ist zu wissen, dass die Fläche der Privatgärten in Deutschland sechsmal so groß ist wie die Naturschutzgebiete. Das heißt, mit den Privatgärten kann man auch ganz schön was bewegen. Deshalb jeder, der eine Wildbiene unterstützen kann und möchte, kann das mit seinem privaten Garten tun und damit auch was erreichen. Und in seinem privaten Umfeld die Wildbienen fördern. Was macht das Ganze so spannend, auch die Wildbienen im Garten zu haben? Das sind auch die interessanten Beobachtungen, die damit einhergehen. Es gibt ja, wie gesagt, 560 verschiedene Wildbienenarten. Die werden auch nicht alle im Garten auftauchen. Also ich habe jetzt mindestens 20 Arten im Garten gehabt. Und die Beobachtungen, die man dann machen kann, sind hier in dem Fall, ist diese Wildbiene hat in dem Stängel, das ist eine Himbeerrute, gewesen, die allerdings schon ausgenagt sind. Auch diese Ausgenagten werden von einigen bestimmten Arten dann angenommen, allerdings nicht mehr von so vielen.
wie jetzt die markhaltigen noch. Und die ist anscheinend wiedergekommen und hat eine andere Wildbiene da gefunden. Und da gab es dann tatsächlich zu so einem kleinen Wildbienenkampf, der letztendlich damit geendet hat, dass diese Biene die andere aus dem Stock rausgeschmissen hat und dann dort ihr Nest weiter bauen konnte. Ob das jetzt eine parasitisch lebende Biene war, das weiß ich nicht in dem Fall, aber es ist eine interessante Beobachtung, die man machen kann. Wenn man Wildbienen im Garten hat, gibt es natürlich auch noch die Nutznießer davon, sage ich jetzt mal. Hier im Bild haben wir Spinnen, die es auf bestimmte, oder nee, eigentlich nicht auf bestimmte Wildbienen, sondern generell auf Bienen abgesehen haben. Hier haben wir eine Kugelspinne, die hat eine Hummel erbeutet. Und hier haben wir eine veränderliche Krabbenspinne, die hat eine Honigbiene erbeutet. Die veränderliche Krabbenspinne finde ich besonders spannend, weil das so eine Art deutsches, oder nicht deutsches, ein Chamäleon ist, was es in unseren Breiten gibt. Die kann nämlich ihre Farbe an die Farbe der Wirtspflanze hier, in dem Fall ist es der Färberwald, angleichen und ist deshalb nahezu unsichtbar. Die habe ich jetzt nur gefunden, weil sie halt gerade eine Biene erbeutet hatte. Hier in dem Fall eine Honigbiene. Genau, dann möchte ich noch ein Video zeigen. Hier ist auch bezüglich interessanter Beobachtungen auch das Sammelverhalten der der Wildbienen ist sehr interessant. Das spule ich mal an den Anfang. Und da sieht man hier eine gewöhnliche Löcherbiene auf einer Sonnenbraut. Und wie man sieht, wippt die mit dem Hinterleib so. Die sammelt mit den Beinchen den Pollen und streicht den an den Hinterleib. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist nämlich, dass es bei den Wildbienen zwei verschiedene Sammelverhalten gibt. Entweder der Pollen wird am Hinterleib gesammelt, das sind die sogenannten Bauchsammler, oder man hat so Pollenhöschen, dann gibt es so Bürsten an den Beinchen, wo dann der Pollen abgestriffen wird. Auch das kann man schon mal als Anhaltspunkt für zumindest die Gattungsbestimmung nehmen. Und zum Abschluss kann man einfach nur sagen, in den Nahaufnahmen sieht man, dass es einfach nur wunderschöne Tiere sind. Hier haben wir eine Spaltenwollbiene war das, glaube ich. Und das hier ist eine Blattschneiderbiene, deren genaue Art ich jetzt auch nicht habe. Und hier auch, dass die Beinchen da so schön behaart sind und einfach, die sehen einfach wunderschön aus, wenn man sie in Makroaufnahmen sich anschaut. Und auch das macht das Ganze sehr sehenswert. Wenn man sich weiter informieren möchte, kann man zum Beispiel auf meiner Webseite nachschauen. Das nennt sich wildbienenzauber.de. Da geht es hauptsächlich genau um die Wildbienen, die ich auf einer Gartenfläche beobachten kann. Das ist so mein Ansatz, zu zeigen, was man mit wenig Platz auch erreichen kann, wie viele Arten man da anziehen kann. Es gibt die Seite wildbienenwelt.de. Da kann man schauen, welche Wildbienenpflanzen welche Arten anziehen kann. Und dann zum Beispiel sich die Pflanze gezielt kaufen oder das als Bestimmungshilfe nehmen. Wenn man sagt, irgendwie, ich sehe jetzt in dem und dem Zeitraum eine Biene auf der und der Pflanze, dann kann man damit anfangen, die zu bestimmen. Wildbieneninfo.de und wildbienen.de werden dann für die Arten- und Gattungsporträts. Genau, das ursprüngliche Projekt, aus dem diese ganzen Fotos entstanden sind, war eine Fotoausstellung 2019 hier in Germering, die Germeringer Wildbienen hieß, weil diese Wildbienen halt in meinem Germeringer Garten zu sehen sind. Und Bilder daraus sieht man noch auf Instagram, kann man denen folgen, wenn man da schauen will, was es für neue Wildbienenarten oder ob man, wenn man in Germering zum Beispiel wohnt, kann man da schauen, welche Wildbienenarten man jetzt noch besuchen sehen könnte, entweder auf Facebook oder auf Instagram. Und sowohl hier als auch hier würde ich Updates geben zu quasi Neuigkeiten, die es bei mir jetzt im Umfeld gibt bezüglich Wildbienenförderung. Oder letztes Jahr habe ich auch einen Kalender rausgebracht. Wenn es sowas nochmal dieses Jahr gibt, würde ich das dann dort veröffentlichen.